Hallo und herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft. Ja, das ist ein neuer Spielmodus. Oh, komm mal, aber ich denke mal, die meisten von euch kennen den eh schon. Denn der ist ja schon seit ein paar Tagen draußen. Ich glaube, ungefähr 3 Tage könnte hinkommen, glaube ich. Keine Ahnung. Doch, irgendwie so um diese Zeit. Auf jeden Fall, und man gräbt hier wie ein Maulwurf. Ach, durch. Ey. Und hoffe dann irgendwie Kisten zu finden, die ich jetzt zum Beispiel gar nicht finde. Da ist eine Kiste. Dass du immer so schnell Kisten findest. Ich finde nie Kisten. Ich hatte eben einen Block aufgemacht und da war eine Kiste direkt, aber jetzt finde ich auch nicht mehr so viele. Ich wünschte, ich hätte nochmal Nachtsicht. Das ist echt. Oh, hier ist der noch. Da drüben ist einer. Oh, die prügeln sich. Ja, natürlich! Mein Schwert ist weg. Oh Gott! Ja, dann stoppst du den ab. Wieso musstest du den überhaupt so oft schlagen? Da war genau Inventar-Drop. Ja, geil. Leute? Den Typ habe ich erstmal 5 Schläge Lowground gegeben, da stirbt er schon nicht. Und dann fällt der runter, kriegt Fallschaden, ich schlag ihn 2-mal, der stirbt immer noch nicht. Was ist das denn bitte? Der hat nur Lederrüstung angehabt. Ja, ihr beide Lederrüstung. Ja, eben. Und ich hab den Logan gegeben. Der hätte schon mal Logan schon tot sein müssen. Das war so. Ich hab heute die ganze Zeit auf den drauf und dann geht das nicht, weil der. Ja, ich sag mal schön, dass der irgendwas drin hatte, ne? Keine Ahnung. Ich dachte auf jeden Fall, dass ich wieder so einen wunderschönen Nachtsicht habe. Ich hab ihn schon 10-mal geschlagen, das braucht man noch nicht mal für. Dynamiterde, okay, ich baue jetzt nichts ab. Guck mal. Oh. Okay, da baut einen aber noch ordentlich viel ab. Ist das noch? Nee. Guck mal her, mein Schwert war einfach auf einem komplett anderen Hotkey, wo ich nie drauf gehe. Ach, hier bin ich wieder, hier. Oh, das ist eine Doppelkiste. Oh, eine Eisenhose. Nice. Zieh die an. So. Mach ich wieder die an. Ich glaube, dass hier ein X-Ray-Typ schon drin ist. Keine Ahnung. Ja, der hat perfekt, wusste direkt, wo so ein Tunnel ist. Er brennt. Und hat nochmal Fallschaden bekommen. Und brennt nochmal weiter. Vielleicht stirbt er ja. Während so ein Straf. Ich bin auch schon daran gestorben. Bist du schon fest? Ich habe eine Eisenhose und Kettenstiefel an. Okay, dann bist du das nicht. Sonst hätte ich gesagt, dreh dich um, da ist der Typ. Okay. Ja. So, ganz kurz mal. Ich kann meine Schuhe noch verzaubern. Ich habe nämlich jetzt gerade Eisenschuhe bekommen. Einen anderen Typen noch nach, ob der hier den perfekten Weg geht. Regeneration habe ich noch. Schnelligkeit und nochmal Schnelligkeit. Die nehme ich mal eben. Habe ich noch Unsichtbarkeit? Noch ein paar Sekunden. Nehmen wir eine neue. Obwohl die eh schwachsinnig ist, weil ich ja hier Schrank der Heilung 2 läuft bei mir. Nochmal Regeneration. Vergiftung. Hey, ich wollte schon sagen, ich habe doch einen Trank drauf getrunken. Aber ich finde es gut, nicht alle Effekte gehen weg. Ich habe zum Beispiel noch Schnelligkeit, Unsichtbarkeit und so. Die gehen nicht weg. Ja, warum soll ich weg? Weil ich eine Milch getrunken habe. Aha. Aber die bleiben. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ich bin echt ganz gut equipped. Wir finden noch einen Buspanzer. Den sollte ich aber auch noch finden können. Ich bin mir nicht sicher, ob der Typ auch was drin hat, weil der geht auch so zu einer Kiste hin. Keine Ahnung, ne? Also bei 2 könnte man schon sagen, das sieht ziemlich verdächtig aus, weil die genau wissen, wo die hinlaufen. Nein, meine Nachtsicht ist weg. Ich hab noch eine Nachtsicht. Ja, ich hab noch eine Nachtsicht. Perfekt. Alles klar. Ja, das ist halt echt schon gut, ne? Ist hier noch eine Kiste? Ah, da oben ist die Doppelkiste. Nein, halbes jetzt. Weil ich hier hätte sterben können jetzt gerade. Weil er genau dann, als diese Schadenanimation kommt, ist der runtergefallen. Ein Kompass. Nice. Kann auch sein, dass er den Kompass hat, ne? Dann sagt er denen auch den Weg. Ich denke mal nicht, dass man am Anfang. Ich hab noch am Anfang direkt geguckt. Da hat man nicht einen Kompass. Ich weiß nicht. Oh Gott. Was hast du direkt in der ersten Kiste einen Kompass jetzt? Das wäre ja mega bescheuert. Man hört doch eh die Gegner am Anfang. Nö, ich hab die. Ich höre extra Experience? Immer. Oh Gott, da ist einer. Falls du jetzt zu diesem Popo-Typen dahin gehst, wenn der so heißt, wenn ich das richtig gelesen habe. Okay, bist du nicht. Oh Gott, das war erstmal knapp.
Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell da ist. Alles. Auf jeden Fall nochmal. Du hast ja noch schöne Ausrüstung. Andere sind schon alles voll Kette und so. Und du hast deinen Brustpanzer noch nicht mal, ey. Ich weiß aber, das ist auch das Einzige, was mir fehlt. Ich kann das ja noch finden. Zum Beispiel hier. Alles klar. Da nur so ein Dings. Aber besser wie gar nichts. Regenerationserde. Interessiert mich nicht, einfach weiterbuddeln. Nochmal eine Milch. Also auch unter dir geht's tief runter, ne? Oh. Übertrieben nicht zu sehen, ne? Hier war auf jeden Fall eben einer. Ja. Schutz. Ich gebe mal so einen Tipp. Geh mal runter und geh mal hier rechts hin. Du hörst ich verzauber noch. Ich höre ihn der die ganze Zeit. Ja, der ist direkt. Der Zaubertisch liegt ja auch. Den Zaubertisch. Der ist direkt hier in den Schwarzen. Also geil, jetzt ist er eh nochmal schwarz. Wo? Rechts rum. Ja, ich warte, bis das weg ist. Wie lange geht also das noch? Geradeaus und dann rechts. Das ist über mir. Dann ist er wieder hochgegangen. Ich sehe den halt selber nicht, weil es hier so dunkel ist. Nein, mein Nachtsicht ist weg in neu rein. Die ist echt geil. Die Nachtsicht, die gefällt mir. Halbes Leben, alles klar. Ja. Hast du einen Goldapfel? Nö, ich hab eine Regeneration. Ich hab einen Goldapfel? Ich glaube nicht. Ja, ich hab einen Goldapfel. Hatte ich gestern auch. Oh Gott. Freeze? Hier gibt's, glaube ich, keinen Amboss, ne? Nee. Oh Gott, ist das schlimm, so nah ran zu sein. Eben habe ich auch zwei Sternspalter gemacht und wollte die zusammensetzen eigentlich. Nochmal ein Stärkebogen, Schnelligkeit, Unsichtbarkeit. Nochmal Eisenschuhe weg damit. So, dann buddeln wir mal straight in die Richtung, weil da nämlich einer ist in die Richtung. Kann natürlich über mir, unter mir, sonst wo sein. Und vielleicht hörst du auch mal. Extra Kiste. Nochmal Nachtsicht, das ist nice. Ein paar Pfeile. Gut. So. Jetzt ist er mir links. Es sind nur noch zwei Leute. Ja. Nein, das ist ein Trap. Du kannst da ruhig drin stehen, weil dann kriegst du keinen Schaden. Ich will aber nicht drin stehen bleiben. Deine Kiste? Erstmal so gucken, ist deine Kiste. Ja, direkt daneben war nochmal eine. Ich nehme ein Steinschwert mit, weil, wie gesagt, könnt ihr. Verzaubern? Ja. Unter mir oder. Ne, über mir. Ich bin viel zu tief. Inventarchaos. Boah, das nervt sowas Schärfe, von. Ne? Geschwindigkeit, alles klar. Ja, renn halt schnell direkt weg. Muss mal nach oben. Oh, nochmal ein Zaubertisch. Ach, das Scheiß ist weg. Event für 14 Sekunden. Freeze. Ja, kannst auch verzaubern, ein schönes Schwert. Ach ja. Ist doch direkt vom Zaubertisch, Bildfisch. Schärfe. Nice. Eben hatte ich übrigens in der Runde ein Schärfe 2 Eisenschwert. Das war ja, schon Runde krass. Die Runde war einfach für mich mal die richtig gut. Ich habe nämlich gewonnen, weil wir ein halbes Herz bekommen und der Typ ist genau da runtergefallen. So. Und ich jetzt kurz davor von mir getötet worden. Ja, weil von mir hat so mega geleckt hat. Ich hätte die nicht locker bekommen. Aber irgendwie hat es so mega geleckt bei ich mir. Ich hatte bessere Rüstung, sagen wir mal so. Wir hatten einen Gleichstand eigentlich. Ich hatte schon fast voll Eisen. Wo ist der du Typ? Hast Kette. Da unten. Extra Kiste. Alles klar. Der Typ ist richtig gut gekriegt. Oh Alles. Mein Gott. GG schreibt er noch. Der Typ ist einfach voll Iron gewesen, ne? Ja. Keine Ahnung, ich hab den nicht gesehen. Ich sehe hier gar nichts, weil bei mir alles schwarz ist. Muss mein Schreibtisch umdrehen. Bora, ist Michelle, boah, schnell. Bevor das nicht mehr machen kann. Nein, ich equip mich. Ach, ist mir egal. Auch um so viel Spinnen. Ein schärfer eins, die Eisenschwert. Deswegen schreibt der GG. Es lebt nur einer. Ja, normal. Wenn du eben zwei Gegner hattest und jetzt den getötet hast. Nochmal TNT runter. Oh.
Nee, so. Nein. Freeze. Ja. Interessant. Oh, ist das nervig. Ach, so. Gott. Ich habe schon 4 Kills gemacht. Das ist echt eine gute Runde gewesen. Wenn ich jetzt sterbe, ist es zwar schade, aber es war trotzdem immerhin noch eine sehr richtig gute Runde. Guck mal, wie du so aufgerüstet bist, ne? Kistenrefill. Du bist besser aufgerüstet. Kannst du jetzt schon? Weil du verzaubert hast. Weil ich bin fast voll Iron, ne? Ja, er erfasst auch. Ich bin sogar voll Iron. Mit Eisenschwert. Ich bin echt ganz gut. Hast du Eisenschuhe oder Eisenschuhe? Es ist ja einfach so, du mach mal Licht hier an, ey. Mach einfach eine Fackel hin, damit ich was sehe. Nein, ich habe keine Fackeln gerade im Inventar. Und? Ich suche den Typen ja immer noch, ne? Hast du einen Kompass oder was? Was? Hast du einen Kompass? Halbes Herz. Habe ich eine Regeneration? Bist genau in dem Moment gesprungen noch, ne? Das war Schnelligkeit. Ich weiß, ich hab nichts anderes. Wow. Oh Gott. Boim. Vielleicht habe ich ja Glück, ich hab immer Regeneration oder so. Ja, ne? Oder ein Goldapfel. Ja. Ja, den Typ noch nicht mehr. Ist irgendwo stehen geblieben? Den nehme ich jetzt noch nicht, den Goldapfel. Dynamiterde, okay. Mal gucken, wo ich ihn jetzt höre. Mach mal einen Block, und damit du hier sprengst. Vor dir, und dann rennst du nach hinten. Na, zu spät. Oh Mann, ey. Der kann halt über mir oder unter mir sein, das weiß man halt nicht. Ja. Ich höre auch nichts. Ja, er macht auch nichts. War doch jetzt richtig langsam. Er ist tot. Nee, doch nicht. Das ist Regeneration. Der ist richtig... Ich hab nochmal ein Eisenschwert gefunden. Und Regeneration. Der ist richtig tief runtergefallen. Der muss richtig low sein. Also ist der unten. Der ist runtergefallen. Der ist in einen Gang gelaufen und da war ein Loch. Und da ist der richtig bestimmt so 20 Blöcke tief gefallen. Der hat aber überlebt. Weil der halt Rüstung anhat. Oh, jetzt wird er sterben. Jetzt kommt das TNT und der kann sich nicht bewegen. Nein, er ist nochmal runtergefallen, ein Stück. Alles klar, oh, was überlebt er denn bitte? Wie viel Glück hat der bitte? Er baut sich nochmal hoch. Vielleicht fällt er beim Hochbauen. Okay, oh nein, damit. Die Nachtsicht ist weg. Er muss ungefähr nur 2-3 Herzen haben. Weil der richtig tief wirklich gefallen ist. Ich hab das selber gesehen. Ich dachte, Super, der hat schon halbes Herz. Oh Gott. Wenn der jetzt halbes Herz gehabt hätte, während er runterfällt, wäre der direkt tot gewesen. Der ist auf jeden Fall über mir. Keine Ahnung. Ja klar, ich war ja gerade ganz unten und da ich war der nicht. Ich weiß nicht, wie tief du bist. Ich kann dir mal sagen, der ist auf 101. Geschwindigkeit. Das Dumme ist, wenn er den Überraschungsangriff macht. Ich glaube, er hat X. Ich sehe ihn, ich sehe seinen Namen. Er baut straight zu dir runter, deswegen muss man, dass er vielleicht was hat. Er ist ganz auf dem Boden. Wow. Ich sehe den. Der hat keinen Unterschied. Warte mal, ich mach mal TNT. Ja, geil, dann muss ich das jetzt zünden, ne? Ja. Dann nimmst du da mit. Oder halt nicht. Jetzt kommt Freeze. Spring doch. Ich hab gewonnen. Oh mein Gott, ey, GG. Krieg ich auch noch ein Achievement für? Naja, mach ich auch mal. Nur dass du kämpfst, für mich war es natürlich kein GG. Das war echt eine gute Runde. Ich habe 5 Kills einfach gemacht. Das ist die erste Runde, die ich auch gewonnen habe. Ja, ich habe ja die Achievement bekommen. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Und mach's gut, bis dann. Ciao.